Bislang wird man halt noch häufiger von Unwettern überrascht. Das ist zum einen ärgerlich für ein Kaffeetrinken im Garten, aber es geht halt auch um Bevölkerungsschutz. Also die Temperatur nimmt ja zu und damit auch die Möglichkeit, dass Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre gespeichert werden kann. Und diese Luftfeuchtigkeit ist eben auch gleichbedeutend Energie für Gewittersysteme. Dementsprechend erwarten wir eigentlich in der Zukunft, dass es zu einer Zunahme von schweren Gewitterereignissen kommt. Das heißt also auch, wir erwarten mehr Starkregenereignisse und auch potenziell dadurch natürlich auch mehr Sturzfluten in Deutschland. Also das ist eine von unseren Außenstationen, die wir als Netzwerk aufgebaut haben, um das Strömungsumfeld um den Schwarzwald zu erfassen. Also der Schwarzwald ist ja eine Erhebung, die ein Hindernis in der Strömung darstellt und somit muss die Luft außen um den Schwarzwald rum strömen quasi. Also wir gehen davon aus, dass stromab des Schwarzwalds dann eine Konvergenz auftritt. Das heißt, dass die Luftmassen wieder zusammenströmen, die vorher ums Hindernis rundherum geströmt sind. Also muss die Luft auch wieder irgendwo hin, die kann nicht Richtung Boden ausweichen. Das heißt, dass die Luft dann zum Beispiel aufsteigt in dem Moment, setzt ab einer bestimmten Höhe meist Kondensation ein, wenn genügend Feuchte vorhanden ist. Das heißt, es bildet sich eine Wolke. Also normalerweise, was wir heute sehen, haben wir Wolken in den unteren Schichten, das heißt bis 3 Kilometern. Bei Gewittern geht es dann hoch bis 10 Kilometer, also durch die gesamte Troposphäre durch, mit sehr hohen Vertikalwindgeschwindigkeiten, die dann durchaus 50 Meter pro Sekunde erreichen können. Und sich dann auch eben Niederschlag bildet, Blitz und Donner bildet, erst dann sprechen wir von einem Gewitter. Und das passiert natürlich nicht mit jedem Aufwind. Wir wollen eben besser charakterisieren, mit welchen Aufwinden das passiert und mit welchen eher nicht. Bei schweren Gewittern, die angekündigt waren, sind wir rausgefahren und haben Radiosondenaufstiege durchgeführt. Das bedeutet, dass wir Wetterballone alle 3 Stunden in die Luft haben steigen lassen, auch in der Nacht. Wir haben insgesamt 17 Studierende eingebunden in die Messkampagne als wissenschaftliche Hilfskräfte. Die haben sowohl die Wetterballonaufstiege unterstützt, als auch die Wartung der Messgeräte in ganz Baden-Württemberg übernommen. Ich studiere Physik am KIT im 2. Semester. Nebenfach ist Meteorologie, was mir auch großen Spaß gemacht hat. Und ich habe bei den Radiosondenaufstiegen geholfen, in der Vorbereitung und dann die Radiosondenaufstiege durchgeführt. Hat total Spaß gemacht, und dann einen Einblick in die Forschung zu bekommen. Und ich würde schon sagen, dass man noch mal viel mehr gelernt hat. Es waren viele Sachen, die wir auch in der Vorlesung schon ein bisschen angerissen hatten, die ich dann da noch mal viel mehr verstanden habe, dadurch, dass ich sie dann konkret einfach in der Praxis umgesetzt gesehen habe. Ich beschäftige mich mit der Datenassimilation. Das heißt, wir versuchen, die Messdaten für die Wettervorhersage zu verwenden. Und das heißt, unsere Messdaten werden gesammelt von den einzelnen Messstationen, zu uns ans KIT auf unsere Computer geschickt. Da prozessieren wir und verarbeiten die Daten nochmal. Dann schicken wir es an den Deutschen Wetterdienst, wo die Verknüpfung von den Beobachtungen mit dem Wettervorhersagemodell durchgeführt wird. Besonders herausfordernd waren die Beobachtungen von den Doppler-Lidaren. Wir können aus den Beobachtungen ein vertikales Windprofil berechnen und diese Daten müssen noch relativ aufwendig prozessiert werden. Ganz schwer vorherzusagen sind zum Beispiel Sommergewitter, weil da 4 chaotische Prozesse eine wichtige Rolle spielen. Es ist extrem schwer, genau zu sagen, dass ein Gewitter an dem Ort stattfindet und nicht 20 Kilometer davon entfernt. Wir hoffen, dass wir einige interessante beobachtet haben und wir versuchen dann, die möglichst gut zu modellieren und versuchen auch vor allem herauszufinden, wie gut die Modelle mit den Beobachtungen zusammenpassen und ob die Verwendung von den zusätzlichen Beobachtungen im Nachhinein zu einer verbesserten Vorhersage geführt hätte.